Der Moment der Glückseligkeit ist unbeschreiblich. Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bordeaux endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter. Ein emotionales Überschwappen, ein kollektiver Glücksrausch in ganz Deutschland nach diesem Wahnsinn gegen Italien. Diesem hochkomprimierten Finale im Viertelfinale, nach diesen 18 Elfmeter mit der Erlösung durch Hector. Über 28 Millionen Menschen vor den Fernsehern, unzählige beim Public Viewing im Auf und Ab zwischen Leiden und Ekstase. Bis alles klar ist, der Italienfluch ein Ende hat. Aber der Weg dahin, dieses taktische Abtasten, diese 120 Minuten vorher war für die Fans nur ein Reinsteigern bis zum Showdown, der die Nerven endgültig zum Tanzen brachte. Elfmeterschießen, immer wieder flehen nach den ganzen Fehlschüssen, dann das. Damian schießt, Neuer hält das Ding, Neuer ist da. Manuel Neuer, 2 Elfmeter gehalten. Von Nord nach Süd, von West nach Ost. Die Bilder auf den Fanmeilen in den Kneipen gleichen sich. Alles reine Nervensache. Schwer zu ertragen oder einfach nicht zu fassen. Alles dabei bis zu diesem magischen Augenblick. Jonas, Hector, rein damit! Ja! Ja! Deutschland im Halbfinale. Der Wahnsinn kann weitergehen.